Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Wir sind immer noch dabei, mit Luke hier das Training bei Yoda zu absolvieren, beziehungsweise haben es wohl inzwischen abgeschlossen und wollen unseren X-Flügler aus dem Sumpf ziehen. Und das probieren wir jetzt mal. Na komm, das kriegst du doch hin. Offenbar nicht. Oh yeah! Also das glaube ich einfach nicht. Darum du versagst. So. Na gut, aber wir wollen ja Leia und Han retten. Dann wollen wir mal gucken. Level starten. Ich werde zurückkehren. Das verspreche ich. Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung. Nein, es gibt noch eine andere. Oje. Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi. Nur dein Hass kann mich vernichten. Gib dich der dunklen Seite hin. Niemals! Wow. Autschen. Raus. Ach Mist. Na gut. Raus. Okay. So, ich glaube, einmal haben wir ihn schon. Zweimal müssen wir ihm das Schild runterschlagen. Soweit ich das gesehen habe. Oh, Vorsicht. Nein. Allzu leicht. Vielleicht bist du doch nicht so stark, wie der Imperator dachte. R2, du musst dieses Ding ausschalten. Kein Problem, das kriegen wir hin. Beeil dich, R2! Höchst beeindruckend. So. Yoda nicht verfolgt. Wenn Yoda nicht enttäuscht. Ah, upsie. Entschuldigung, R2. So, jetzt wieder das. Andersrum. Nee, so. Hä, hab ich abgebrochen? Nee, ich dachte gerade schon. Okay, erst so. Suchen wir ihn. Ich habe nämlich aus Versehen schon wieder den falschen Knopf gedrückt, aber es hat geklappt. Warum laufen die manchmal schneller und manchmal laufen sie nicht schneller? Oh Gott, Schweinchen! Hey, ganz ruhig! Nee,
Das da. Hallo? So. Das kommt hier rein. Sehr schön. Oh nein, die ganze Statue. Schnell aufsammeln. Okay. Ein bisschen. Oh, immer hau ich auf den Arm jetzt. Es tut mir so leid. Entschuldigung. Nochmal, oh Gott, Schweinchen. Mal ein paar Stats sammeln. Vielleicht kriegen wir hier heute mal den Jedi wieder zusammen. Lasst mich ein Jedi sein. Hier muss ich mich draufstellen. Ja. Moment. Muss ich hier noch irgendwas anderes machen? Warte mal, muss ich einen von den Ognots vielleicht da drauf lenken? Nee. Beeinflussen. Muss der sich vielleicht hier draufstellen? Ach so. Ich verstehe. Und jetzt müsste die Tür aufgehen. Ja, sehr gut. Danke, Erzo. Ich hätte auch Erzo da draufstellen können, ne? Oh, Kido. Es ist sehr ruhig. Man hört ihn atmen. Er ist hier doch irgendwo. Da müssen wir entlang. Na? Obi-Wan hat dich viel gelehrt. Du vermagst deine Angst zu beherrschen. Lass deinem Zorn jetzt freien Lauf. So. Ach, weiß nicht, wie ich das machen soll. Immer. Ich meine, es ist ja nicht so schlimm, wenn man stirbt. Man verliert halt. Man verliert halt Stats, aber es ist ja nicht so wild. Dann wartet mal. Ich glaube, das muss ich anders machen. Jetzt fangen die Leute hier wieder an, rumzuschreiben. Okay, jetzt ist er von ganz alleine dahin gelaufen gerade. Ich konnte jetzt gar nichts machen. Wow! Okay, cool. Er hat mich nicht getroffen, glaube ich. Weiß nicht, wie ich das gerade hinbekommen habe. Keine Ahnung. So. Autschen. Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Muss ich gedrückt halten? Nee. Ich muss drücken, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, keine Ahnung. Ich muss mich daran erinnern, was Yoda mich gelehrt hat. Kein Zorn, keine Furcht. Los, R2, hinterher! Ich glaube, ich hab's richtig gemacht. So. Das läuft ja so Putzwagen. Drücken. Ah, und dann kann R2 auch rüberkommen. Sehr schön. Aha. Ich
Gut, dann müssen wir mit ihm hier das runterziehen. Okay. Ich glaube, das Spiel zu 100% zu spielen wird, glaube ich, nicht so einfach. Diese ganzen Nebenherausforderungen, die sind tatsächlich, glaube ich, sehr herausfordernd. Bei vielen habe ich auch noch keine Ahnung, was man da machen muss. Also nicht mal so vom Lesen her. Naja. Mal sehen. Okay, wo sind wir jetzt? Müssen wir hier rein, ja. Er ist hier irgendwo. Ich kann ihn spüren. Komm raus, Vader! Ah, die zweite Leiste hätte ich auch gerne noch voll. Der große böse Sith Lord versteckt sich vor einem kleinen Jungen von der Farm? Hier. 410? 11? Hier. Hoppla. Entschuldigung, Jungs. Witzig. Das war der falsche Raum. Hier vielleicht? Wer braucht so viele Umhänge? Na, wer wohl? Wer braucht wohl so viele Umhänge? Das kann doch nur Lando sein. So. Keine Spur von ihm da drin. Ich will trotzdem die Stats gern mitnehmen, wenigstens. Können wir das Bild irgendwie auch kaputt machen? Ja. Aha, und da war ein Minikit versteckt. Sehr gut. Gut, dass ich hier drauf beharrt habe, sag ich mal. So. Dann haben wir hier noch zwei Räume. Ist er da? Da ist er. Du bist geschlagen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Ich würde den anderen Raum gerne auch noch aufmachen. Autschen. Nee, warte mal. Ich gehe gleich hinterher. Ich will nur mal gucken, kann ich das hier hinten noch aufmachen? Eventuell irgendwie? Nee. Schade. Na gut. Lass dich nicht zerstören, wie einst Obi-Wan. Hey, das ist der Droide, den wir suchen. Das ist der Droide, den wir suchen, wieder mal. Ich muss hier Knöpfe drücken, glaube ich. Ich mache das falsch die ganze Zeit. Aus? Ah, verdammt. Ach, Manno, ich versuch doch das eigentlich gut zu machen. Raus. Mist. Oh, ich sehe nichts. Aus. Ah, aber wir haben ihn gleich, Leute. Okay. Autsch. Und wieder jemandem die Hand abgeschlagen. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert. Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein. Ich bin dein Vater. Nein. Das ist nicht wahr. Niemals. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Was? So eine Erkenntnis, okay. Leia,
Luke, wir müssen sofort zurück. Bereit für Lichtgeschwindigkeit. Geht immer Sie noch sagten, nicht. Sie hätten es hingekriegt. Luke, wir sind bereit für den Start. Viel Glück, Lando. Sobald wir Jabba den Hutten und diesen Kopfgeldjäger gefunden haben, benachrichtigen wir euch. Wir sehen uns an unserem Sammelpunkt auf Tatooine wieder. Wir werden Han finden, das verspreche ich. oh Gott. Und das war das Imperium schlägt zurück, Episode abgeschlossen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Da haben wir wieder ein Level geschafft. Schön. Alles klar, da haben wir gar nichts geschafft. Sehr schön, nicht sehr schön. Ein Minikit wenigstens. Und ja, noch zwei Charaktere. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten. Das ist schon Episode 6 und haben dann nur noch 3 vor uns. Dann haben wir hier das schon alles, die Story schon durch. Mensch, das ging aber schnell. So, Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Episode 6 – Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Luke Skywalker ist auf seinen Heimatplaneten Tatooine zurückgekehrt, um seinen Freund Han Solo aus den Klauen des üblen Gangsters Jabba des Hutten zu befreien. Luke ahnt nicht, dass das galaktische Imperium im Geheimen mit dem Bau einer neuen bewaffneten Raumstation begonnen hat, tödlicher noch als der gefürchtete erste Todesstern. Mit dieser absoluten Waffe naht das sichere Ende für die kleine Schar von Rebellen und den Kampf der Galaxis, die Freiheit wiederzugeben. Von Rebellen und den Kampf der Galaxis, die Freiheit wiederzugeben. So ist richtig, ja. Okay. Na dann. Bauen Sie also einen neuen Todesstern quasi. Na, das werden wir doch hoffentlich zu verhindern wissen. Ihr Ziel erreicht noch nicht. Doch fühle ich, ihr möchtet eure Suche nach dem jungen Skywalker fortsetzen. Ja, mein Meister. Nur mit vereinten Kräften können wir ihn zur dunklen Seite der Macht bekehren. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und du solltest dir auch welche machen. Lando Calrissian und der arme Chewbacca sind da nie wieder rausgekommen. Da wäre ich mir nicht so sicher. So, da sind wir offensichtlich bei Jabbas Palast angekommen. Okay, was ist denn jetzt unsere Aufgabe, Freunde? Jundlandwüste, Jabbas Palast. Finde einen Weg in Jabbas Palast hinein. Ja, das können wir mal gerne versuchen. Jabba der Hutte. Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, bin die alte Nacktschnecke. Vielleicht sollten wir... Nein, ich glaube nicht. Na schön. Aber deswegen muss man nicht gleich persönlich werden. So. Also, sollen wir jetzt hier rein, ja? Es scheint, dass hier dein Fachwissen gefragt ist. Was haben wir hier? Ah ja, mhm.
Alles klar, ich glaube, wir sind drin. Nun ja, es sieht schon wie eine Türklingel aus. Eine Türklingel? Dann bleibt uns wohl nichts anderes. Ein Plan übrig. Für Hahn. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Eine Türklingel? Klingeln wir jetzt einfach beim Hutten? Erstmal beim alten Hutten klingeln. Ist klar. Jango Fetts Sternenschiff. Ding dong. Es scheint niemand hier zu sein. Gehen wir lieber und sagen Master Luke Bescheid. Aun. Ach du meine Güte. Halt schon auf den Key. Weit die Götze. Ganz hoch. Warte. Oh je. Eieiei. Was machen die hier? Party. Grillen erstmal schön. Auf zu meckern. Mach mit, Chewie. Ich bring dich zu Jabba. Okay, Leia ist da. Sich am Einschleichen Entweder offensichtlich. Lassen wir unsere Deckung auffliegen oder wir finden einen anderen Weg. Bleib in der Nähe, Chewie. Ich nehme die Handschellen nicht ab. Hör auf zu fragen. Okay, offenbar dürfen wir hier nur auf diese Dinger treten, wo kein. Autsch. So. Also, wo in der Mitte halt kein Loch ist. So. Ich greife jetzt hier mal absichtlich nichts an und niemanden. So. Damit wir hier kein Aufsehen erregen. Gut. Okay. Ja, und wie kommt er darüber? Ah, okay, Moment. Wie? Ich stelle nur kurz den Wookie ab. Bin gleich wieder da. Wie genau? Das ist doch sie, oder? Ja. Alles klar, okay. So geht das. Gut. Ja, nun komm doch. Und... Dürfen wir jetzt hier rein? Sehr schön. Gut. Oh, ein riesiger Burger. Wow, jetzt habe ich Hunger. Na gut, wie gesagt, ich greife hier mal nichts an und niemanden. Um gerade keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. So. Aha. Die beiden müssen es bedienen, um die Tür aufzumachen. Nein, ich hab die doch gar nicht angegriffen. Gehen Sie weg. Ach so, da muss Chewie dran. So. Jetzt haben wir's. Jetzt sei leise und halt die Augen nach Hahn offen. Jetzt habe ich den doch aus Versehen angegriffen, den einen. Naja. Ja, Hahn ist ja immer noch in Kryo. Da ist er. Hahn.
Oh, Horn. Gut. Jetzt taut sie ihn auf, sehr schön. Ich kann nicht sehen. Du wirst bald wieder sehen können. Wer bist du? Jemand, der dich liebt. Leia. Ich kenne dieses Lachen. Hör zu, Jabba. Ich wollte dir gerade dein Geld bringen, wurde aber leider aufgehalten. Kagok Unisolo. Jabba Mabatabatu. Du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Taku Jabba now. Da ist auch schon Luke. Wir gehen zu Jabba. Mito Teaser Jabba. Erinnere alle daran, dass ich ein unbedeutender Gast bin und man mich nicht beachten muss. Abroda Mang Taiga Unapotanda. Jabba Sagumbabi. Okay. Moment. Hä? Nee, hä? Ah. Ja. Ich brauche aber noch ein zweites, genau. Sehr schön. Hallo? Sorge dafür, dass er uns aufmacht und sagt, wo die blaue Milch ist. Wo die blaue Milch ist. Ostaji, Atima, Zuckerdukima, Bula Milke. Bip Fortuna ist das nämlich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, wie der heißt. Ich glaube, stand doch gerade eben schon da, ne? Oder? Lass mal gucken, wenn der spricht, steht dann der Name da? Du wirst mir helfen, durch diese Tür zu kommen. Ah ja, genau. Ich habe echt nicht drauf geachtet, also... Ah, hier sind Sachen. So. Ja, Jabba-Hologramm oder GNK-Droidenschalter. Wir nehmen mal das da. Bitte fressen Sie mich nicht! Was ist hier los? Wenn du mich hintergehst, verknote ich dir die Leku. Matinga mi Leku aboma fi tribunki. Okay. Und nun stell mich deinem Herrn vor. Das ist doch blaue Milch. Du wirst Jabba wissen lassen, dass ich ein Jedi bin, weil die Robe nicht offensichtlich genug ist. So. Master, ich habe noch Pech, Luke Skywalker. Jedi Knight. Du wirst mir jetzt Captain Solo und den Wookiee bringen lassen. Na, dann wollen wir mal gegen den Rancor kämpfen. Der Rancor. Okay.
Okidoki. Das ist aber gemein. Da konnte ich jetzt aber nicht mehr ausweichen. Das ist ja fies. Er sagt, sein Anker ist gespannt. Ein Kini voll. Schmeckt. Oh bitte, sei voll in die Waffe. Ja, also mit verschiedenen Leuten kämpfen. Kann Luke den auswählen und sonst aber keinen, alles klar. Gut gemacht, Master Kreis, ja. Okay. Erreicht bei den Kombos. Geschafft. Ah, sehr gut. Durchlauchtigste Hoheit, der große Jabba hat beschlossen, dass ihr in die Grube von Kakun geworfen werdet, in den Schlumpf des mächtigen Salak. Das ist der letzte Fehler deines Lebens. Lando hat sich die ganze Zeit versteckt, schön. Okay, die Folge wird heute wieder ein bisschen länger, Leute, da freut ihr euch bestimmt. Wo bist du gewesen? Du sollst auf dieser Barke sein. Du bedienst in der VIP-Lounge. Ist das alles Teil des Plans? Oh. Okay, Freunde. Ah, sehr schön. Das Level ist vorbei. Wunderbar. Das heißt, hier können wir dann einen schönen Abschluss machen. Okay, das haben wir nicht geschafft, leider. Hier haben wir auch leider nichts geschafft. Hier haben wir auch leider nichts geschafft. Und ein paar Charaktere haben wir noch bekommen. Gut. Wenn wir nicht bald da sind, werden sie zu Salek-Futter. Genau. Ich hoffe es. Also, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge mit dabei, hier bei Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!